Willkommen zurück bei Miss Survival. Bisschen ist es her, ja. Aber jetzt habe ich einen Plan. Und zwar werden wir... Ich habe mir so gedacht, na, eigentlich habe ich jetzt alles gezeigt. Kompass und die neue Map und so weiter. Aber da waren ja immer noch einige Sachen, die ich noch gar nicht... soll ich es jetzt sagen? Bei der neuen Map gezeigt habe, weil wir ja nicht genügend Molotow-Cocktails hatten, um überall hinzukommen, weil dann immer diese Gegner da waren, die man nur mit einem Molotow-Cocktail ausschalten kann. Deshalb würde ich gerne hier Scharfschützenmunition herstellen. Dass wir davon ein bisschen Munition haben. Oh, das braucht ja echt nicht viel. Rest und... Okay. Also, dass wir zumindest ein bisschen Scharfschützenmunition haben. Und dann uns da drüben weitestgehend umschauen. Falls der, wenn ich Gunpowder... was brauche ich? Brass und... Brass war ja, glaube ich, Copper. Moment. Tutorials. Look at Brass. Kupfer und Zink. Da haben wir Kupfer. Da haben wir Zink. Ich dachte, jetzt wäre irgendwas Neues entstanden. So. Toll. Habe ich noch mehr Kupfer irgendwo? Ach so, wenn wir darüber gehen, würde ich gerne schauen, dass wir uns möglichst leicht ausrüsten. Also, wirklich nur das Nötigste dabei haben. Das ist nochmal Zink. Ich glaube fast, wir müssen nochmal schnell einen Abstecher in die Mine machen. Hab ich denn... Ja, die Spitzhacke habe ich dabei. Dann fahren wir noch mal schnell zur Mine hin. Von der Zeit her. Ja, es ist ja gerade erst früh. Ach cool, hier, also. Ja, die Idee ist ja gut, dass es jetzt oben den Kompass auch anzeigt, aber irgendwie funktioniert der im Auto nicht. Naja. Ganz wichtig ist das hier so, um den Baum rumzudriften. Vielleicht schaffen wir es hier schnell genug durch, bevor die Sachen geladen sind. Ja. Aber auch nicht. Oh, oh. So, keiner hat uns gesehen. Sehr gut.
Moment, funktioniert das ganze HUD hier drinnen nicht, weil die Zeit auch nicht weitergeht? Oder war es gar nicht gedacht, dass das HUD hier drinnen funktionieren soll? Ja, zumindest keine Gegner. Eisen. Naja. Noch mehr Sulfur. Was habe ich jetzt eigentlich gebraucht für Gunpowder? Gunpowder ist Sulfur, Salpeter und Kohle. Okay. Ich glaube, Salpeter war das, was mir noch fehlt. Ah, das ist Zink. Noch mehr Eisen. Aha. Ich finde es auch gut, dass die Framerate erstmal einbricht, wenn man die Lampe anmacht. Nach da hinten will ich erstmal nicht. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo diese andere Mine war. Ja, das kann jetzt ein, zwei Folgen dauern, bis erstmal unser Plan so halbwegs umgesetzt ist, wo wir denn dann überhaupt hinwollen. Aber ich mache ja klassische Let's Plays, wo man wirklich alles sieht, was so passiert, außer schon mal die Festplatte vollläuft oder das Spiel mal abstürzt, irgendwas, irgendwelche Fehler kommen, dass man das Zeug dann erstmal nachholen muss. Uah! Ich schaue jetzt mal, ob ich auf Anhieb das finde, wo die andere Mine ist. Ich meine, ich weiß, dass es irgendwo auf der anderen Seite der Map ist. Ich wusste schon, dass ich nicht wieder ins Wasser reinfahre. Das war ja echt eine Aktion. So, dann fahren wir gleich mal schnell bei den Nachbarn vorbei. Wir haben das gar nicht mitgekriegt. Oh. Uff. Der arme Bär. Wollte der uns jetzt angreifen? Ah.
So. Au. Das ist irgendwo hier in die... Wo war das da drüben jetzt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, es ist halt das Gute, dass wir einen U-Boot-Geländewagen haben. Mache ich mir jetzt hier keine Sorgen, dass wir uns irgendwo festfahren. Sagte er und fuhr sich am Baum fest. Na. Nee, also das hier ist jetzt nichts unbedingt, wo man im Auto rumfahren sollte. Was natürlich nicht heißt, dass wir es nicht trotzdem machen. Was ist jetzt das? Naja, habe ich halt ein bisschen aufgesetzt, aber ist ja nicht so wild. Wir haben unseren Wagenheber dabei. Gut, dass das noch auf 100% ist. Ja, das hier ist schon eine Mine. Und die Gebäude sind nicht geladen. Das hier ist die alte Mine. Darum habe ich es auch nicht gleich erkannt. Und das hier ist genau... Nein. Eieiei.
Oh. Okay. Ja, das ist natürlich nicht schlecht, wenn da so viel gestapelt ist. Ja, ist halt ein bisschen in die Textur reingefallen. Passiert schon mal. Ist das hier Salpeter? Nee, Zink. Okay. Oh. Ja, würde ich sagen, erstmal mal so ein Ding. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es doch so viel bringt. Sieht halt schon sehr verpackt aus. Normalerweise müsste hier ein bisschen ganz anderes Licht sein. Ich meine, muss ja auch irgendwo herkommen, dass ich die Mine nicht gleich gesehen habe. Oh. Oh. Nicht, dass ich jetzt hier in die Textur reinfall. Ja, geht doch. Schon sind wir wieder auf der Straße. Ja, aber wie schon gesagt, das werden jetzt so ein paar Folgen, wo wir erstmal Vorbereitungen treffen. Dann schauen wir mal, dass wir so nach und nach in die Richtung der neuen Map gehen. Vielleicht sollte man auch nicht unbedingt mit dieser Geschwindigkeit hier durch den Wald heizen, aber nun ja. So, jetzt aber. Genau, das dann einmal Brass. Dauern halt ein bisschen, aber so, viel Salpeter haben wir denn. Können wir noch. Habt ihr hier schon wieder aufgeforstet? Das waren einmal nicht da. Ha. Wächst mir doch glatt ein Baum ins Wohnzimmer. Das ist alles Zink. Jetzt können wir leider nur 4 Schuss basteln für die, ich wollte gerade sagen Shotgun.
die Sniper. Das ist Zink, das ist Zink, das ist Zink. Was brauche ich denn noch? So. Ach so, nee, Moment, Moment, Moment. Ah ja, okay. Der Alkohol könnte vielleicht ein bisschen das Problem werden. Ja, ein bisschen braucht es noch. Okay. Würde ich sagen, dann haben wir es eigentlich für heute. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen wir, dass wir die nächsten Folgen uns noch so ein bisschen vorbereiten, dass wir dann in Richtung neue Map gehen und mal schauen, was es da dann so in den Häusern, die wir noch nicht erforscht haben, alles gibt. Okay. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bei Miss Survival. Ciao.